So Jungs, beim letzten Video haben wir euch gezeigt, wie man so eine Steinmontage bindet. Und im heutigen Video werden wir euch zeigen, wie man die Steinmontage fehlerfrei ausbringt. Man nehme 3 Eier, ein wenig Mehl, verbinde die Reißleine mit der Hauptschnur. So, die Reißleine mache ich jetzt ganz, ganz kurz, damit ich wirklich direkt am Stein bin, damit der Wels gar keine Chance hat, später unseren Köder nach dem Nehmen wieder auszuspucken, bevor er den Hakeffekt bekommt. Mache ich hier einfach so ein paar Knoten aufeinander, dass das Ganze hält. Was auch noch ganz, ganz cooler Trick ist, das ist, wenn man einfach in die Reißleine einen Knoten mit reinmacht. Und dann weiß man ganz genau, da hat man quasi die Reißleine geschwächt an dem Knoten. Und das ist dann die Stelle, wo die Reißleine knallt später. So, habe das Ganze jetzt verbunden. Ihr seht es hier, schneiden wir da noch ein bisschen das Ende ab, damit das Ganze auch optisch gut aussieht und sich unter Wasser nichts verfangen kann. Das ist unsere Steinmontage. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie man die ablegen. So Jungs, beim Auslegen von der Steinmontage sind ein paar Sachen zu beachten. Im Gewässer mit Strömung ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer gegen die Strömung fährt, währenddessen, dass man den Stein auslegt und sich nicht mit der Strömung treiben lässt. Das hat einfach folgende Gründe. So ist die ganze Montage immer gestreckt durch die Strömung und wir bekommen keine Verhuddelungen. Ich bin jetzt so hier die Kante angefahren. Ich werde den Stein schön in den Kantenfuß einlegen. Ich fahre jetzt ein bisschen über den Riss, lasse meinen Stein ab und beim Rückwärtstreiben werde ich dann die Montage immer wieder abfühlen, bis ich auf die Kante komme und dort lasse ich meine Montage liegen. Um ein bisschen Casino zu verhindern, muss das alles ein bisschen Struktur haben hier drin. Deshalb habe ich hier mal alles schön sauber vorbereitet. Nur die Rute, welche auch ausgelegt wird, ist im Boot. Dann nehme ich einfach meinen Köderfisch, den als erstes über Bord. Ihr seht schon, jetzt wird die Montage super nach hinten gestreckt und ich bekomme hier keine Probleme mit Verhedderungen. So, dann nehme ich als nächstes den Stein. Wie man hier sehen, hier habe ich unseren Köderfisch. Lass den Stein fallen. Den lasse ich nicht einfach fallen, sondern den lasse ich ganz kontrolliert ab. So, jetzt seht ihr schon, die Schnur geht jetzt durch die Strömung stark nach hinten. Jetzt lasse ich mich erstmal über unseren Stein treiben. Jetzt habe ich den Stein genau unter mir und ab jetzt kann ich hier den Boden abfühlen. So, jetzt mache ich den Gang wieder rein, damit das Ganze ein bisschen nach vorne geht, auf meinen Platz, wo ich die Montage gerne liegen hätte. So, jetzt sind wir genau über der Stelle. Jetzt holen wir den Stein wieder hierher zu uns, dass er ziemlich senkrecht nach unten geht. Jetzt lassen wir den Stein abliegen, Vorwärtsgang rein, ein bisschen Gas, damit wir wieder zurück zum Angelplatz kommen. So, und die Montage lasse ich jetzt ganz gern einfach so durch die Hände gleiten. Dann habe ich immer direkte Kontakt zu meinem Stein und bekomme auch so keine unnötige Angriffsfläche von der Strömung auf meine Hauptschnur. So, wir haben jetzt die Steinmontage ausgelegt. Ihr habt gesehen, es ist kein Hexenwerk. Wir fahren jetzt direkt zurück an den Platz und werden schauen, dass wir die andere Route auch noch rausbekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, und dann abonniert ihr einfach unseren Kanal Mr. Waller und seid immer live dabei bei dem, was in nächster Zeit passiert.